Da wir nun die Liste zurückhaben, ist es meine Pflicht, dir zu sagen, dass du offiziell eingeschrieben bist. Und es tut mir sehr, sehr leid, aber uns sind die Souvenirbeutel ausgegangen. Nein. Kein Problem. Ich brauche keinen Beutel. Meine Mutter hat mir lauter Taschen in den Umhang genäht. Fängt die nächste Disziplin bald an? Nicht so voreilig, Junge. Die Turnierverordnung schreibt vor, dass jeder Wettkämpfer sämtliche Disziplinen absolviert, um weiterzukommen. Da du dich verspätet hast, hast du den Ritterlichkeitstest und die Willkommensparade verpasst. Diese beiden fröhlichen Aufwärm- und Kennenlernübungen sollen das Eis brechen, bevor wir uns den üblichen Dingen wie Tod, Zerstörung und Halsabschnallerei zuwenden. Vergiss nicht, Zusatz 70 Artikel 4 zu erwähnen. Dazu wollte ich gerade kommen, danke. Im Interesse der Chancengleichheit besagen die neuen Regeln, dass du den Ritterlichkeitstest nachholen darfst, sofern dein Fehlen einen triftigen Grund hatte. Darum frage ich dich, aus welchem triftigen Grund hast du dich verspätet? Ich habe die Terminänderung nicht vernommen. Ich musste erst mein Frühstück aufessen, bevor ich raus durfte. Was genau heißt denn triftig? Ja, das ist eine gute Frage. Was genau heißt denn triftig? Ich vermerke, ist beschränkt. Oh. Geh und misch dich unter deine Mitstreiter. Finde so viel wie möglich über sie heraus und komm wieder zu mir, wenn du für den Ritterlichkeitstest bereit bist. Gut, dann mischen wir uns mal unter die Mitstreiter. Vielleicht... Warte nur, bis sie dein Pulöverchen sehen. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Das sind zwei Leute. In einer großen Rüstung. Zwei Leute in einer großen Rüstung. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Okay, ich bin Graham. Was habt ihr in eurer Hand versteckt? Eine gute Frage, aber wir stellen uns erstmal vor. Ich bin Graham. Graham... Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Hm. Und ihr heißt... Man kennt mich im ganzen Land als sehr dick. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Acorn, okay. Also übersetzt Eichel. Herr Eichel, was habt ihr denn in eurer Hand versteckt? Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an. Federgewicht. Okay, was versteckst ihr? Ist auch schön. Wie war noch gleich der Name? Sir Speck? Acorn! Sag es, oder du wirst es büßen. Der Witz wäre eigentlich mit Bacon gewesen. Wie war nochmal euer Name? Bacon? Wegen Acorn? Ja. Okay, wie heißt ihr nochmal? Okay. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Ach, ich dachte, jetzt kommt mal was anderes. Wie heißt ihr nochmal? Okay. Dann lasse ich euch mal. Verschwinde! Da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Oh, wir stehen das durch. Alles wird gut. Warte nur, bis sie dein Pullöverchen sehen. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Könnte lästig werden. Da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Oh, wir stehen das durch. Alles wird gut. Oh. Warte nur, bis sie dein Pulöverchen sehen. Wie süß. Dann hörte ich ein Schnauben in der Dunkelheit. Es hatte mich gehört. Wenn ich den Schatz bergen wollte, hatte ich keine Wahl. Ich musste meinen Arm opfern. Ich schlug so fest ich konnte mit dem eingeklemmten Arm. Der Schatz rappelte, doch mein Arm blieb drin. Schritte. Keine Zeit zu fliehen. Keine Zeit zu denken. Ich sprang von der Mauer und fiel in eine tiefe Grube. Es krachte und überall war der Schatz. Ein Gähnen im Nacken. Es war wach. Ich raffte alles zusammen und warf ein Stück in die Dunkelheit. Gra! Es schrie auf, als sein Körper am Boden aufschlug. Mit dem Schatz in der Hand konnte ich entkommen. Und ihr habt den ganzen Schatz geborgen? Ja, ich habe jedes einzelne Teil mitgenommen.
Die Flammen loderten vor meinen Augen. Ich konnte nicht fort. Ich war umzingelt. Die Flammen wurden größer, kamen immer näher an mein Gesicht. Und dann kam mir eine Idee. Ich blies, so stark ich konnte. Ich blies die Flammen des brennenden Foltergeräts eine nach der anderen aus. Oh Gott. Die Horde kam auf mich zu. Ihr primitiver Schlachtruf hallte in meinen Ohren. Ich stand auf und trat einem mitten in die Kehle. Schon war sein Geschrei verstummt. Die übrigen waren von dem Anblick so geschockt, dass sie ebenfalls verstummten und vor dem Helden niederknieten, der hier vor euch steht. Ein amüsantes Abenteuer. Oh Gott. Die Geschichte erzähle ich jedes Jahr. Ich will so sein wie ihr. Ich konnte ihn nicht übersehen. Seine Präsenz nahm mein gesamtes Blickfeld ein. Er wollte eine Bestätigung, machte sich über mich lustig. Da stand er, das größte Untier, dem ich je begegnet war. Er starrte mir direkt in die Augen. Ich hob langsam meine Hände und machte mich bereit. Ich zuckte, nur ganz kurz, doch es entging ihm nicht. Er sammelte seine Truppen und verstärkte die Welle. Wir rangen tagelang, pressten das Leben aus der Seele des anderen, und als wir beide am Ende waren, rappelte ich mich hoch. Euer Held nahm all seine Kraft zusammen und schob das Untier über die Kante. Seine Innereien wurden überall verstreut, und ich stand stolz inmitten des Chaos. Oh Gott. Wie macht ihr das? Was soll ich sagen? Ich bin eben ein Abenteurer. Okay, das nächste. Das nächste? Na gut. Hi, ich bin Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Der Traum der Frau, das muss warten, bin gleich zurück. Sir von sich überzeugt. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Ja, natürlich. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Ihr seid, Sir von sich überzeugt, der Traum jeder Frau, nein. Sir von sich überzeugt. Vorlaut? Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Ich will das nicht sagen. Ich will nicht sagen, der Traum jeder Frau. Nein, das will ich nicht sagen. Warum? Ich will nicht... Warum? Gott, das ist furchtbar. Liebe Damen, die hier zuschauen, sagt doch mal, ist das der Traum jeder Frau? Also ganz ehrlich, schmilzt da die Butter? Ich war... Nee, komm. Der Traum jeder Frau. Ach. Ganz recht. Die Damen lieben Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe, ich... Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt... Ihr seid... Whis. Eine Sekunde, bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Boah, ist ja furchtbar. Also ganz ehrlich, ach ja, er. Duka, Changa, Yakamata. Afanata. Shreki, Afamata. Shreki, Makamaka, Dunga, Wakaka. Du Shreki, Nika, Boxhorn. Naka, Naka, Shreki, Ha, Inga, Makamaka, Ekai, Riski. Ingas Maka, was? Duka, Changa, Yakamata. What? Afanata. Shreki, Afamata. Der Typ mit dem Bogen ist echt cool. Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Achaka. So. Frage ich mich. Also, wo kommt ihr her?
Achaka. Aha, klingt ja exotisch. Mhm. Achaka aus Achaka, okay. Ich vermute, man benutzt Achaka-Pfeile, ist meine professionelle Einschätzung. Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Ja, ja, ja. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Ja, das hilft ja jetzt nicht viel. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Nein, noch nicht. Wir haben noch einen Kandidaten. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Ah, ich brauche einen Namen. So, Sir von sich. Achso, Achaka. Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Achaka. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt? Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Ein Eichhörnchen mit Pullöverchen. So, und wer es wisst... Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Na gut, also wir müssen freundlicher sein. Okay. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Und ich frage mich auch, wer ist denn Manni? Hatte den Schatz im Innern. So, der quatscht wieder. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Könnte lästig werden. So, da versteckt er den schnell. Was willst du? So, ich weiß, was ihr versteckt. Ah. Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Er ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Was? Ist das eher so, also ist das jetzt, also auch habt ihr, ich meine, wie ist denn das, wenn da, ich, nein. Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Hm, okay, die Arme kann man sehen, die sind sehr dick. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein ganz kleiner Mann in der Rüstung ist. Oder zwei Leute, glaube ich, auch nicht mehr. Na gut, tschüss. Dann lasse ich euch mal. Verzieh dich. Ja, ja, ich bin schon weg. So, dann gehe ich mal ganz kurz hier rüber. Wir wissen jetzt, er heißt Whisper. Ein Monster und fletschte die Zähne. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Seid ihr nicht der berühmte, großartige... Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte, Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper. Whisper. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Geh nicht! Whisper schafft das! Ein netter Gedanke. Aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. Da ist der Helm aber ein bisschen hinderlich, mein Freund. So, nochmal kurz hier ansprechen. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Ja, über Whisper wissen wir noch nichts. So, jetzt geht's. Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper? Sein Gang mag ja geräuschlos sein. Sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen.
Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Ja, oder die machen Product Placement. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. So, okay. Ich glaube, jetzt können wir ja hoffentlich bestehen. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Nein, eigentlich gar nicht, aber wir probieren's. Legt los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Das wird wohl Manni sein. Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Whisper wahrscheinlich, vermute ich mal. Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Das wird wohl... Das ist nicht Sir Walter Harry, sondern wahrscheinlich Trickfrage Manny. Nein, das wird wohl Achaka sein. Achaka. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Na, das wissen wir ja auch schon. Prinzessin Madeline von Avalon. Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... 2 Antworten richtig. Was? Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Ich hab doch alles richtig. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Natürlich. Legt los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Jetzt bin ich aber verwirrt. Mehrere Sprachen? Das müsste Manny sein wegen Übersetzungsproblemen, dachte ich. Achaka beherrscht ja offenbar nur eine. Jetzt weiß ich wirklich nicht. Jetzt stehe ich aber doof da. Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Vielleicht ist das jetzt Achaka. Achaka. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? So, vielleicht ist er der Schnellste, deswegen... Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Das ist immer noch... Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... Alle Antworten richtig? Ja. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben. Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Deventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Oh, hier drüben. Ich hab meinen hier. Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein. Was? Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Was? Ach, womöglich ein Rotztuch. Wie? Jeder Ritter in Spe bringe uns als Trophäe bitte ein... Tam-tam-tam-tam-tam! Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Deventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun, geht eure Wege und holt euch eure Augen. Whisper! Whisper schafft das!